Eins der Symbole, welches ich noch nicht besprochen habe, welches vor allem im Lavaischen Satanismus eine große Rolle spielt, ist das Trapez. Im Satanismus repräsentiert das Trapez das unausgeglichene, ego-getriebene Bewusstsein und die unausgeglichene Identifikation mit dem physischen Selbst. Es ist eine Perversion der göttlichen Gestalt, dem Kreis, da die Winkel ebenfalls 360 Grad ergeben. In seiner satanischen Bedeutung wird das Trapez als Seelenfalle angesehen, was ein im Kreislaufen im niedrigsten Bewusstsein bedeutet. Lavaische Satanisten benutzen Altäre in Trapezform bei vielen Ritualen. Und wo ist das Trapez am häufigsten zu finden? Genau hier. Da ist das Trapez. Das ist das satanische Symbol. Genau deswegen ist es der satanische Teil der Pyramide und des allsehenden Auges. Nicht der Augenteil. Das Auge repräsentiert göttliche Weisheit, welches sie ausblocken wollen. Sie wollen Götter sein. Sie wollen nicht, dass das Licht des Schöpfers auf die Erde gelangt und ihnen die Menschen. Sie wollen die Menschen in dem Gefängnis, diesen Trapez, einfangen. Dieser Seelenfalle. Also den blockenden Teil des Symbols. Der Ziegelteil, der uns runterzieht und uns unflexibel und unnachgiebig macht. Der uns unmöglich macht zu sagen, ich lag da falsch. Oder ich habe einen Fehler gemacht, der das Wachsen im Bewusstsein verhindert und uns in eindimensionales Denken zwingt, ziegelartiges Bewusstsein. Das ist es, was das Trapez repräsentiert.